Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Makita hat sein eigenes 10,8-Volt-Programm nicht so sehr lieb, und das 18-Volt-Programm hat zweifelsohne seine Vorzüge. Allerdings sind die 10,8-Volt-Schrauber recht beliebt in verschiedenen Berufsgruppen und bei Privatleuten, weil die Geräte einfach leicht sind. Da gibt es eine Menge Alternativen und natürlich Bosch mit dem eigentlich deutlich überlegenen 10,8-Volt-Programm. Vielleicht hat Makita da einfach aufgegeben. Man steckt da ja nicht drin. Zumindest hat Makita nie einen Originalakku über 1,3A verkauft. Selbst bei exzellenter Zellenauswahl wachsen mit 14 Wattstunden pro Akku die Bäume nicht in den Himmel. Da es aber sehr wohl Zellen mit bis zu 3A gibt, ist es für die Hersteller von Akkupacks ein leichtes, die Lücke zu füllen. So viel als Vorrede zu meiner Motivation, mich mit den Second Source Akkus auseinanderzusetzen. Gekauft habe ich die Akkus von VHBW, allerdings über eine andere große Handelsplattform. Bei relativ langsamer Entladung in Leuchten, im Radio Mr. 051 und im Prinzip auch in den Schraubern bieten die 2000 mAh Akkus fast die doppelte Standzeit. Das ist es auch der guten Hochstromfähigkeit der Originalakkus zuzuschreiben, die bei langsamer Entladung die Spannung schneller einbrechen lässt. Ohne das mit einer Entladungskurve untermauern zu können, würde ich sagen, dass die 2000 mAh Akkus eine dem Originalakku vergleichbare Leistung bietet, mit der Aussicht unter bestimmten Bedingungen bis zu doppelt so lange zu laufen. Die Werkzeuge entwickeln mit diesem Akku nicht mehr Kraft als dem Original BL1013. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.